Ich habe mir für meinen Server-Rack eine eigene Lüftersteuerung gebaut und diese samt neue Lüfter in meinem Rack montiert. Mehr dazu seht ihr gleich. Viel Spaß! In meinen letzten Videos über das Rack hatte ich bereits erwähnt, dass dieses in einem Wohnraum steht und ich somit alles so leise wie möglich betreiben muss. Falls ihr die vorherigen Videos noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch die entsprechende Playlist ansehen. Den Link dazu solltet ihr gerade oben rechts in der Infoleiste sehen. Die 440mm Be Quiet Lüfter, für welche ich mich entschieden habe, sind selbst bei voller Drehzahl schon sehr leise. Allerdings können diese per PWM angesteuert werden. Deswegen habe ich mir überlegt, auf Basis eines Arduino Nanos eine kleine Steuerung zu bauen, welche je nach Temperatur im Serverschrank die Lüfter regelt. Ich wollte zudem leicht sehen können, was für eine Temperatur der Serverschrank hat, deswegen habe ich noch zusätzlich ein OLED-Display mit angeschlossen. Der Aufbau der Elektronik ist eigentlich recht simpel. Der DRT22 Temperatursensor wird per OneWire auf Pin 2 angeschlossen und das OLED-Display per I2C auf Pin A4 sowie A5. Zudem wird das PWM-Kabel der Lüfter mit dem Pin 9 und 10 verbunden. Die genaue Verkabelung könnt ihr der Zeichnung entnehmen, diese findet ihr auch auf meiner Website nochmal, Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Die Software ist eigentlich recht simpel. Sie misst zuerst die Temperatur über den DRT22-Sensor und speichert diese zwischen. Danach wird entschieden, ob die Temperatur im Regelbereich liegt. Wenn ja, wird per Map-Funktion die Prozentzahl des PWM-Signals ermittelt. Ich habe diesen vorerst von 25 bis 30 Grad definiert, darunter reicht die Minimaldrehzahl und darüber möchte ich die volle Kühlleistung. Danach wird natürlich noch das Display angesteuert und die Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie die aktuelle Lüfteransteuerung ausgegeben. Damit der Arduino auch das nötige 25 kHz PWM-Signal generieren kann, müssen einige Register gesetzt werden. In diesem Fall wird der Timer 1 verändert, wodurch die Pins 9 oder 10 verwendet werden müssen. Für die Montage der Lüftersteuerung habe ich eine Halterung entworfen und 3D gedruckt, welche als Modul im Rack montiert werden kann. Die Rackblende für diese Module kommt übrigens aus dem Audiobereich und wird von DAB Audio vertrieben. So kann ich 10 kleine Geräte, wie auch zum Beispiel einen Raspberry Pi, modular in nur 2 Höheneinheiten montieren. Auch für die 4 Lüfter habe ich mir Halterungen in Fusion 360 designt und gedruckt. Diese sind recht flexibel einstellbar, womit ich die Lüfter einfach mit dem Rack verschrauben und entsprechend der Lüftungslöcher ausrichten konnte. Nach dem Einbau im Rack sowie der Verkabelung inklusive Anschluss eines 12-Volt-Netzteils ist die Belüftung nun komplett und funktioniert wie sie soll. Leise ist das Ganze ebenfalls, vor allem bei der niedrigsten Ansteuerung von nur 20%. Auch das OLED-Display macht sich sehr gut im Rack und zeigt einem auf nur einen Blick die aktuelle Temperatur an. Danke fürs Zusehen, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal.